Willkommen an meinem Lieblingsort, und zwar meiner Bibliothek. Ja, zu Hause, quasi mein Arbeitszimmer. Und tatsächlich ein Lieblingsort, den ich auch während Corona besuchen durfte, weil ich wohne ja hier. Hat ewig gedauert. Es sind eine Menge Bücher, es ist eigentlich auch eine Menge Geld, selbst wenn es nur IKEA-Regale sind, es sind 11 Stück. Momentan sind es an die 700, etwas über 700 an Papierbüchern. Was es hier zu sehen gibt, eine Menge Bücher. Ich habe hier extrem viel Dekoration drin, also auch in den Bücherregalen selbst. Ich versuche das immer ein bisschen genremäßig passend hinzustellen. Viele Sachen, die ich geschenkt bekommen habe, viel Urlaubsmitbringsel, so alles, was so ein bisschen diesem Klischee entspricht, in einer alten, verstaubten Privatbibliothek rumzustehen. Ich hatte eigentlich vor, meine Wände zu streichen und zu tapezieren, schön mit floraler, viktorianischer Tapete. Aber ich war nach dem Umzug so fertig. Deswegen habe ich weiße, hässliche Wände hier drin, die ich einfach mit ganz vielen Fotografien und Gemälden zukleistern werde. Meine Lieblingsecke, also die Ecke, die ich am meisten benutze, ist definitiv der Sessel. Ansonsten kann man in der Bibliothek überall lesen. Ich liege auf dem Teppich rum, ich sitze auf meiner Bibliotheksleiter hinten, die ich eigentlich nicht brauche, weil ich groß genug bin. Dann habe ich noch meinen Sekretär, an dem ich jetzt momentan am meisten sitze, weil ich da meine Studiumssachen mache. Ich habe um den Sekretär rum eigentlich auch, für mich finde ich, die coolste Dekoration. Ich habe diese alte London-Karte. Ich habe alte Fotos vom Trödelmarkt gekauft von Leuten, die unter Garantie alle schon tot sind und die keiner mehr kennt. Mein Lieblingsgenre. Das ist schwierig, weil ich lese eigentlich so ziemlich alles. Ich habe erstaunlich viele Sachbücher, hauptsächlich über menschliche Psychologie, True Crime, definitiv Science Fiction, sehr viel Fantasy. Wenn ich mich jetzt festlegen würde auf ein Genre, wenn ich das müsste, dann wäre es wahrscheinlich Horror. Ich habe eine komplette Abteilung, die nur auf King ausgerichtet ist, und der Mann hört einfach nicht auf zu schreiben. Meine Lieblingslesepose. Es gibt einfach viel zu viele Arten, wie man in einem Sessel sitzen kann, definitiv. Am Ende lande ich dann meistens sowieso auf dem Teppich, einfach weil man da viel mehr Platz hat, sich hinzulegen, sich auszubreiten, öfter mal die Bücher zu wechseln. Der gibt eine Menge komischer Bücher. Vor allen Dingen in den Psychologie-Interessengebieten gibt es echt kranken Scheiß. Aber dafür habe ich ja als Gegenpol rosa Plüschkram. Also es ist quasi wirklich wie eine Bibliothek.